Mein Name ist Karin Mulder. Ich arbeite seit 19 Jahren für die KfW Bankengruppe. Seit 5 Jahren bin ich tätig für die KfW IBEX Bank und strukturiere Finanzierungen für Infrastrukturprojekte in Afrika. Mein Name ist Thorsten Ley. Ich bin Geschäftsführer der Unitechnik Systems. Wir sind spezialisiert auf komplexe Automatisierungslösungen in den Bereichen Intralogistik und Produktionsautomation. Der Kontinent Afrika fasziniert mich schon seit langem. Seitdem hat sich schon einiges getan, aber es muss auch noch viel getan werden. Nur mit einer gut ausgebauten Infrastruktur können wir die jährlichen Wachstumsraten in Afrika steigern. Das möchte ich unterstützen. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit 300 Mitarbeitern. Mit unserer Softwarekompetenz liefern wir die Intelligenz für Industrieanlagen. So steuern wir beispielsweise alle Bewegungen und Prozesse in automatisierten Logistikzentren. Die KfW IBEX Bank hat bereits in sehr vielen Ländern Afrikas erfolgreich Projekte strukturiert und abgeschlossen. Eines davon war die Finanzierung des größten Luftfrachtterminals Afrikas für Ethiopian Airlines. Geplant und ausgestattet durch den kompetenten deutschen Mittelständler Unitechnik Systems. Als Generalunternehmer für dieses große Cargo-Terminal verantworteten wir die Gesamtplanung und die Lieferung der kompletten technischen Ausstattung. Automatische Hochregalläger, Kühltechnik, Lagerverwaltungssystem, Flurförderzeuge und die komplette Sicherheitstechnik. Ethiopian Airlines hat aktuell die jüngste Fliegerflotte Afrikas. Mit der Errichtung des Terminals baut die Airline ihre Wettbewerbsposition massiv aus. Gleichzeitig profitiert die heimische Wirtschaft von steigendem Export von Kaffee und weiteren Agrarprodukten. Das größte Cargo-Terminal Afrikas besteht aus einer 22 Meter hohen Halle auf einer Fläche von 5 Fußballfeldern. Die Hälfte davon ist gekühlt, ein gigantisch großer Kühlschrank. Mit einem Auftragsvolumen von 33 Millionen Euro ist das Cargo-Terminal in Addis Abeba das größte Einzelprojekt in der Firmengeschichte der Unitechnik-Gruppe. Das Projekt sichert nicht nur Arbeitsplätze hier im heimischen Biel, sondern heute und in Zukunft auch für die Bevölkerung in Äthiopien. Zusammen mit der KfW IBEX Bank waren wir in der Lage, Ethiopian Airlines neben einer exzellenten technischen Lösung auch eine sehr attraktive Finanzierung anzubieten. Ethiopian Airlines, Unitechnik Systems und die KfW IBEX Bank haben ein für Afrika sehr bedeutendes Projekt abgeschlossen. Dass ich dabei mitwirken durfte, macht mich sehr stolz.